Hallo liebe Boxsportfreunde, ihr seid hier bei K.O. & Co. Ich bin Samira und jetzt gibt es die Pressekonferenz für euch. Zur Pressekonferenz für den Kampftag am 26. Oktober hier im Maritim Hotel. Mit dem Knabber-Hauptkampf, muss man sagen, zwischen WBC International Champion Sekanik und dem Südafrikaner Rainer Liebenberg. Das Ganze wird übertragen im Livestream bei sportimosten.de im MDR. Und die erste Frage war direkt an Nick. Wie hat sich dieses Unentschieden gewurmt? Ja, hallo erstmal. Also im Endeffekt kann man sagen, ja, worum tut es natürlich immer. Das ist ein Unentschieden, das ist eine Niederlage, ist aber auch kein Sieg. Wenn man dann aber weiß, dass man eigentlich eindeutig getroffen hat und eigentlich sein Bestes gegeben hat, eigentlich war planmäßig alles okay. Aber dann kommt ein Unentschieden zustande, naja, das wurmt natürlich. Und man weiß, dass man es noch besser machen kann, naja, dann möchte man natürlich ein Rematch haben. Und zu dem kommen wir auf jeden Fall am 26.10. und darauf freue ich mich. Jetzt ist mir aufgefallen, und nicht nur mir, auch anderen, dass du am Anfang immer die erste Hälfte des Kampfes klar bestimmst. Und nach hinten wird es immer ein bisschen enger. Habt ihr jetzt speziell anderes Training mal gemacht? Oder wie ich muss das mal aus? Dazu sagen, so ein bisschen zu meiner Verteidigung. Ich habe jetzt den 8. Kampf, glaube ich, erst. Und jetzt haben wir schon das zweite Mal über 12 Runden geboxt. Das ist natürlich nicht üblich. Mir fehlt natürlich da so ein bisschen das Feingefühl für diese 12 Runden. So 6 und 8 Runden, das kann man immer gehen. Das funktioniert auch immer super. Aber hinten raus ist natürlich klar, wenn man so eine erfahrene Leute hat, wie so ein Rino Lienberg, der wissen natürlich, okay, geh einfach nach vorne und fitschel dann einfach ein paar Hände rein, sag ich jetzt mal so, und übernehme so ein bisschen den Kampf, dann sieht es natürlich für mich hinten raus blöd aus. Aber wenn sich jeder so den Kampf so ein bisschen anguckt, hat doch jeder eigentlich gesehen, dass ich eindeutiger, klarer und härter getroffen hat. Das hat man an seinem Gesicht gesehen. Ich hatte nach dem Kampf eigentlich gar nichts gehabt, war Montag wieder beim Training. Trotz alledem, so ist das Urteil, damit muss man leben. Und ich werde jetzt diesmal einfach anders machen und werde probieren, hinten raus eben bestimmter zu sein und wie von der ersten bis zur achten Runde auch die 9., 10., 11. und 12. so zu bestimmen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen taktisch manchmal vielleicht falsch, sich zurückzuziehen, wenn man denkt, man hat die Runden im Sack. Ja, die Punktrichter sehen es natürlich gerne, wenn man dann trotzdem aktiv bleibt. Ich freue mich da ganz besonders, jetzt die Trainerlegende Uli Wegner begrüßen zu dürfen hier an dem Preis. Da habe ich mal eine Frage zu diesen Regeln bei der WBC, dass ja immer nach 4 und 8 Runden die Zwischenergebnisse bekannt gegeben werden. Wie siehst du das? Also ich bin da kein Freund davon. Na gut, das ist meine persönliche Meinung, ich sage genauso. Ich mit den Worten anschließen, was soll dieser Zirkus? Ja? Die Jungs oder der Trainer oder die Sportler wissen sowieso ungefähr, wer führt und wer nicht führt. Ne? Gut, dass manchmal beim Kampfgericht sehr schleierhaft, ja? Jeder sieht das von seiner Ecke aus. Also ich halte nichts dafür von. Bin genauso mit dem Videogerät beim Fußball ganz kurz anschließen, ist für mich schlimm. Ja, dass sowas, da wird die Dramatik rausgenommen, da wird das rausgenommen, alles. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber wenn die Massen mal dafür sind, bitte, da können wir von unserer Warte aus nichts gegen machen. Aber ich sehe das, wie du schon gesagt hast, ich sehe es als Quatsch. Ja. Nick, wie ist es so im Kampf, wenn man es erfährt, man liegt eigentlich nach Punkten vorne mit 2, 3 Punkten, nimmt man sich dann zurück und sagt, das schauen wir nicht über die Runden. Und der andere gibt natürlich Gas dann nochmal die letzten 3 Runden, wie bekloppt. Also das nimmt schon Einfluss, denke ich, auf den Kampf. Ja, na klar, man merkt natürlich, okay, 4 Runden wir führen. Trotzdem hatte mich immer einer unentschieden, aber ist egal. Wir reden doch ja nicht mehr über das Ergebnis. Man muss halt bloß die Kampfführung dann anders machen. Natürlich beeinflusst es so ein bisschen, wenn man weiß, nach der 8. Runde, man liegt vorne. Ja, da kommt so ein bisschen so, man verlässt sich dann halt drauf, weil man denkt sich, was soll man nach 8 Runden jetzt noch falsch machen, einfach Deckung zu, keine harten Treffer mehr und jeder kann rechnen und weiß, dass 4 Runden nicht reichen, wenn man 8 gewonnen hat. Aber egal, trotz alledem
bin ich denn auch Sportler durch und durch und sage mir so, gut, okay, dann muss man halt die letzten vier Prügel auch noch zuhören. Oder wenigstens zwei von vier, dass ich zehn im Sack habe. Ist halt schwierig, aber ist halt auch eine blöde Sache. Ich kann mich da auch bloß anschließen, denn dieses Open Scoring, das macht ihn schon so ein bisschen kirre. Erstmal eine Frage an Alex Petkovic, der hier die Sache veranstaltet. A, war es schwer, jetzt den Liebenberg nochmal hier nach Deutschland zu kriegen? Und B, wir sind zum zweiten Mal in Berlin. Riesenerfolg damals in der Verti Musical. Und jetzt hier im Maritim Hotel. Und wird es so dein zweiter Standort hier? Hallo, jetzt machen wir zusammen. Mich freut es, dass wir wirklich in Berlin beim ersten Mal so erfolgreich waren, dass wir zwei Wochen vor der Gala ausverkauft waren. Dank dem Nick und dem Team, der wirklich richtig Vollgas gegeben hat, auch gegen Rhein-Voll war das, glaube ich. Hat einen grandiosen Kampf gemacht, also wirklich für einen Jungprofi. Im fünften oder sechsten Kampf war das für dich 12 Runden, der hat ja 10 Runden durchmarschiert. Hat gezeigt, was er drauf hat und die Zuschauer waren zufrieden. Ich habe es noch nie gesehen oder noch nie einen Boxer gehabt, der wirklich so fokussiert war, da nicht nur im Ring, sondern auch davor die Wochen mit Karten, der kümmert sich auch wirklich um seine Fanbase und um die Jungs. Und ich meine, der hat selber knapp 2000 Karten verkauft. Und das ist ein riesen Respekt an Nico und das zeigt, dass wir wirklich hier Potenzial haben. Ich kann auch stolz sagen, wir sind jetzt auch 10 Wochen vor der Gala und wir haben über 1000 Tickets verkauft jetzt schon. Und das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich meine, geile Kämpfe auf Augenhöhe, da kann man nicht sagen, das ist wirklich erweiterte Weltspitze, was wir jetzt sehen am 26. Nick gegen Liebenberg. Das wird, beide sind wieder heiß auf dem Rückkampf. Es war schwierig, aber wir haben Gott sei Dank auch die Option gehabt bei dem ersten Kampf. Und natürlich hat der Liebenberg nicht gewonnen, deswegen musste er nicht antreten, aber wir haben uns geeinigt und der will es auch. Beide Sportler sind heiß drauf, beide Sportler wollen mit Sieg rausgehen und das zeigt, dass die Spannung am 26. wirklich ganz hoch sein wird und dass es wirklich ein grandioser Kampf sein wird. Meine Frage an Andreas Hannig, Vater von Nick und auch Trainer von Danny Heidrich. So, habt ihr im Training was umgestellt jetzt mit Blick auf die letzten Kämpfe? Ja, schönen guten Abend erstmal. Nee, umstellen haben wir ja im Prinzip noch nicht gemacht, weil wir fangen ja jetzt erst richtig an, nochmal vorzubereiten. Was soll ich dazu sagen? Wir hatten natürlich jetzt, sag mal, bei dem Rain-Fortkampf eine Taktik. Die war schon so, dass wir sagen, wenn wir, sag mal, nach mehreren Runden merken, wir führen, dass wir uns dann natürlich zumachen, ein bisschen zurückziehen, nicht wild mitschlagen, weil es spielt halt auch eine Rolle, gegen wen man boxt. Ryan Ford ist jemand, der kann jederzeit ausnocken, das wissen wir. Bei dem Reno, da waren wir uns, sag mal, über seine Fähigkeiten auszunocken eigentlich auch einig, da kommt eigentlich nicht so viel an und haben uns eigentlich, wie schon gesagt, auch mit den 8 Runden im Prinzip so ein bisschen irritieren lassen, weil man sagt halt eben immer, jetzt sind wir 8 Runden vorne, jetzt machen wir eigentlich nur noch das, was nötig ist. Naja, wir müssen wahrscheinlich nach hinten raus noch ein bisschen mehr überzeugen. Das kriegen wir auch hin. Ich denke mal, vielleicht nicht so komplett die ganzen 4 Runden nochmal Feuer geben. Ich bin immer so der Meinung, vielleicht die letzten 30 Sekunden oder 10 Sekunden nochmal zeigen, dass man halt eben doch dominant ist. Dass man dann vielleicht sagt, gut, der andere hat jetzt, sag ich mal, vielleicht den größten Teil der Runde mehr geschlagen, aber weniger getroffen. Und bei Nick ist es halt eben so, wir haben uns darauf konzentriert, sag mal, halt ein bisschen weniger zu schlagen, aber dafür präzise zu treffen. Wie Nick auch schon gesagt hat, das hat man bei Reno gesehen, er war schwer gezeichnet nach dem Kampf, Nick hatte gar nichts. Also insofern habe ich aus meiner Sicht oder wir aus unserer Sicht nicht viel falsch gemacht. Aber man muss natürlich auch akzeptieren, dass das Punktgericht natürlich auch wertet, wer aktiver ist und wer nicht. Und wenn man natürlich dann etwas frischer wirkt in den letzten 4 Runden, kann das natürlich auch schon so ein Kampfurteil beeinflussen. Daran werden wir auf jeden Fall arbeiten. Schwächen haben wir in der Beziehung eigentlich nicht. Konditionell haben wir das Zeug. Klar, man ist natürlich dann auch immer gewillt, sich so ein bisschen auf dem Ausdruck, was man bis jetzt geleistet hat. Da wieder das Thema mit den 8 Runden, werden wir diesmal nicht so drauf hören. Das ist eigentlich das Einzige, was wir eigentlich umstellen werden. Und dann denke ich mal, dann sehen wir da eigentlich bei diesem Kampf auch besser aus. Weil ich sag mal so, falsch gemacht hat er nichts. Wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Und ja,
die konditionelle Sache, die kriegen wir auch gebacken. Nochmal eine Frage an Udi Wegner. Du warst ja auch in der Verdi Music Hall bei dem Rhein-Fort-Kampf. Warst du überrascht, wie stark der Nick da schon war, dafür, dass er so wenig Profikämpfe hat? Ja, das hier schon zum Ausdruck gebracht. Er hat eine gute Einstellung zu seiner Aufgabe, die er erfüllen muss als Boxer. Das hat mich beeindruckt. Man hat ja gesehen, dass dieser Gegner, den er besiegt hat, nicht schlecht war. Das hat er taktisch gut gemacht. Ich wollte noch was sagen. Profiboxen ist dafür eine Taktik für jeden Trainer und für einen Sportler was Großartiges. Weil man da viele Runden, viele taktische Sachen einfließen kann. Das ist natürlich eine Abstimmung zwischen Sportler und Trainer. Ich lasse ja auch mal zwei Runden weggehen. Haben wir ja ein paar Mal gesehen, wo ein Arthur geboxt hat, wo noch gut war. Lassen wir uns zwei Runden weg. Ja? Und dann gehst du nochmal hin. Das ist eine Frage der Zusammenarbeit. Und ich muss gerade sagen, diese Runden geben beide, Sportler und Trainer, viele Möglichkeiten. Ganz ehrlich. Das hat mich imponiert, überhaupt diese Veranstaltung. Da muss ich, Alex, ob ich nur leiden kann oder nicht, muss ich Lob aussprechen, wie er beweglich ist. Ja? Wie er das organisiert mit seinem Team, was er dazu hat. Dass mir seine Frau nur besser gefällt als er, das ist kein Problem. Aber das, muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut und spreche wirklich mit großer Hochachtung davon. Und das wirst du auch hier wieder machen. Und weißt, das Wichtigste, was ich euch sagen muss, ist wichtig, dass Boxen lebt. Diese Sportart ist so populär gewesen, über Jahre haben wir Weltklasseleistung gemacht. Und wenn wir so arbeiten und gegenseitig auch unterstützen, werden wir ja vom Boxen auch sprechen. Meine Meinung. Und ja, du wirst nachher noch eine Frage zu mir haben, vielleicht auch beantworten. Ja, meine Frage überhaupt zum Profiboxen, Petko. Das heißt ja immer, das Boxen ist mittlerweile tot oder nicht mehr vorne in Deutschland. Aber ich denke, wir haben ja viele, viele Talente, die halt noch gefördert werden müssen und die Zeit brauchen, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben gerade, man sieht es auch bei uns, wir haben in den letzten 4 Jahren wirklich Boxen auf hohem Niveau gezeigt. Wir zeigen am 26. wieder geile Kämpfe auf Augenhöhe. Und mich würde es freuen, wenn wir alle Promoter ein bisschen mehr und enger zusammenarbeiten und nicht einfach sehen, du, das ist mein Stück Kuchen, ich will den haben, sondern alle zusammen, machen wir den Kuchen groß und dann hat jeder was davon von uns. Wenn wir ein bisschen mehr zusammenarbeiten und interne Duelle auch machen und sind wirklich sehr, sehr viele Talente, wenn man sieht. Ich meine, Nick Hanni bis vor 2 Jahren hat keiner von ihm gesprochen, jetzt haben wir gezeigt, dass er wirklich zur Weltspitze gehört. Und das hat er zumindest, also der hat es auch selber gezeigt im Ring durch 2 sehr gute, sehr attraktive Kämpfe und so ein Lob, wie Uli sagt, also was wir da bewegen, also ist wirklich grandios für mich. Also das ist wirklich, das ist Beweis, dass wir auf sehr guten Weg sind und wenn wir weiter dranbleiben, wir können wieder die Zeit 90 oder Anfang 2000 zurückziehen. Das ist ein schwieriger Weg, langer Weg, aber es ist alles machbar. Es ist alles machbar. Ich hoffe, dass wir da wirklich die Promoter jetzt am Zug alle zusammen ein bisschen enger rücken und alle zusammen was machen in Deutschland und Boxen nach Deutschland wieder oder lebendig machen wieder. Es war ja noch kurz im Gespräch, dass es zum Rückkampf sehr Schmichel gegen Rhein-Fort kommt, auch hier in Berlin, und das ist dann geplatzt. Warum? Ja, Serge Michel, auch geiler Boxer, also ich kann da nichts negativ sagen. Er ist wirklich einer der besten Halbschwergewichtler gewesen. Er war ein bisschen unprofessionell, er hat da ein paar Fehler selber gemacht, 3-4 Mal hintereinander. Läuft als Halbschwergewichtler kurz vor dem Kampf, ich meine 2 Wochen mit 100 Kilo rum. Das kann sich keiner leisten und das hat die Substanz gebracht. Also Boxen ist nicht ein Spiel, Boxen ist hartes Geschäft, Boxen ist ehrliche Sportart und das, wenn man das nicht ernst nimmt, kann man jemanden Genick brechen. Ich hoffe, dass Serge zurückkommt. Er hat die Chance jetzt in England, glaube ich, um einen tollen Vertrag zu kämpfen, wo ich sehr schwer für ihn das einschätze, nach so einer schweren Niederlage, dass er einfach jetzt so eine große Aufgabe annimmt. Aber freut mich, dass er wirklich Kopf dafür hat, dass er das machen will.
So, jetzt habe ich den Namen wieder drauf, Danny Heidrich. Macht ja auch eine der Hauptkämpfe am 26. um die internationale deutsche Meisterschaft im Großgewicht. Du weißt schon, dass du da in ganz große Fußstapfen trittst, wenn du da gewinnst. 2001, eines der größten Talente in Deutschland. War auch schon internationaler deutscher Meister, hier dein Chef. Bist du schon nervös? Ja, erstmal guten Tag. Danke an Alexander, dass ich die Chance bekomme, international deutscher Meister am 26.10. in Berlin zu werden und eines der Hauptkämpfe zu bestreiten. Ja, natürlich, so die Nervosität kommt dann immer kurz vorher. Ich bin da ein bisschen, ja, also ich versuche daran zu arbeiten, dass ich nicht mehr so nervös bin. Ich habe ein gutes Team hinter mir. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf meine Fans. Ich freue mich, dort oben zu stehen und den Titel wieder nach Berlin bzw. nach Königs Wusterhausen zu holen und in die Fußstapfen von Alexander zu treten. Genau, ja. Also 2001 gegen Milan Konechny bist du internationaler deutscher Meister geworden. Und dann anschließend gab es ja diesen legendären Kampf gegen Mai, wo du ja der Meinung bist, hast du auch gewonnen. Also das war nicht nur gegen Mai, das war auch mit der Legende in seiner Ecke. Hat auch sehr viel geholfen. Ja, natürlich war ein geiler Kampf. Ich habe den Rüdiger zweimal am Boden gehabt und es hat nicht ausgereicht. Aber unentschieden, ich musste mich damit zufrieden geben und es war okay. Jetzt mal zum Manager hier, der Boxer. Dennis Lindner, wie wollte der Nick jetzt gewinnen? Was hast du vor? Wie geht es da weiter? Ich meine, zwei große Namen hat er schon geboxt. Ja, also wir stimmen uns ja da seit gut einem halben, dreiviertel Jahr mit Alex ganz eng ab. Und wenn Nick gewinnen sollte, wovon wir alle ausgehen, im Oktober auch überzeugend. Wir dachten eigentlich, dass wir es in Wiesbaden schon sehr überzeugend hinkriegen, aber so ist der Sport nun manchmal. Dann glaube ich, wird es eine große Überraschung geben, auch für den deutschen Boxsport an sich. Und ja, da muss man halt gucken, ob man diese Chance nutzen kann. Und wo es sportlich dann noch hingeht mit Anfang 30. Also die große Überraschung ist auch geheim. Ich denke schon, ja. Es gibt ja auch den Leon Bund im Halbschwergewicht, Uli. Ja gut, erstmal stehen die Jungs jetzt hier im Vordergrund. Dann brauchen wir nicht von anderen groß sprechen. Die sollen ihre Aufgabe mit Bravour erfüllen. Da drücke ich einen Daumen natürlich. Leo Bund hat einen unheimlichen Sprung gemacht im letzten Jahr. Das wird ein ganz schwerer Brocken werden, aber lass mal die Jungs erstmal gedeihen, siegen, dann können wir uns unterhalten. Ich bin gerne lieber Partner von Alex als Gegner. Nicht, dass er immer einen Kürzeren zieht. Werden wir sehen, die Jungs sollen erst ihre Aufgabe erfüllen. Ich muss ganz sagen, das haben sie bisher mit Bravour gemacht. Und wie sie dort eingestiegen haben, ich bin ja ehrlich, ich kann nicht vorher nicht. Aber es hat mich beeindruckt. Muss ich sagen, mach weiter so, mach mit deinem Trainer eine gute Arbeit. Und genau, ich wünsche euch einen Erfolg. Natürlich, wenn man gerade hier, dass Alex hier ist, ich war damals in der Ecke, konnte mich nicht ganz sehen, aber wenn er so hart haut, dann muss er auch bestraft, wenn er einen Unentschieden kriegt. Also, es war ein knappes Sieg, wo er Vorteile hatte. Das weiß ich, ich habe das Bild genau vor Augen. Aber er hat damals zu seiner aktiven Zeit schon tolle Kämpfe gemacht, Alex, muss ich sagen. Alle Achtung. Ja, im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, wenn ich hier als Außenstehender mitwirke, freue mich, dass einer diese Kraft hat, in Berlin zu veranstalten. Das muss man sagen. Berlin ist eine Hauptstadt, eine Boxstadt und vor allem eine Sportstadt. Und wenn hier Boxen gedämpft wird, wenn immer gesagt wird, hier Boxen ist unten, dann möchte ich wirklich was zu sagen. Wir haben so viele Talente. Was im Moment wirklich mangelt, ist die Konzentration, dass die Jungs zusammenkommen. Die haben alle, jeder hat seinen Trainer. Die Linie zu finden, war der Erfolg, den wir hatten. Wie das Henry angefangen hat mit seinem Trainer. Dein Trainer war der Könner. Henry
hat das seine Fähigkeiten durch seinen Trainer, der das ausgenutzt hat. Dann kam Darius, dann kam Ottke. Das sind drei Leute gewesen und zwei Bombentrainer mit, da war ich auch noch was zu sagen in der nächsten Zeit, wie Manne Wolke und Fritz Tunick, die das Boxen hier reingebracht haben. Ich bin ja auch noch den anschließend mitgelaufen, mit Sven Ottke. Aber die haben jahrelang hier das Niveau bestimmt. So muss man sehen. Und warum? Wir haben genauso viele Talente. Das sieht man doch. Wie die Jungs sich hier reinknien und das Boxen wieder populär machen wollen. Und wenn man solche Leute hat, solche Manager hat, die man ja sehr da und da. Es muss bloß konzentriert werden. Sie müssen, die Jungs müssen geführt werden. Dann werden sie auch diesen Erfolg haben, den wir schon mal hatten. Das waren Überreste aus der ehemaligen DDR. Ja? Und wir wussten, wie das lang geht. Und das wird wieder kommen. Boxen ist nun mal eine Zweikampfsportart, die sehr, sehr populär ist. Da muss man was draus machen. Ich weiß, was, aber das wollen wir heute machen, dass diese Jungs jetzt auch so vorgestellt waren, was sie verdient haben. Und im Ring werden sie sich schon wieder beweisen. Das ist meine Meinung. Du hast gerade gesagt, Berlin ist eine Boxstadt. Das wird ja gemunkelt, dass das Gym im Olympiagelände im Dezember dicht gemacht wird. Ja, da muss man so sagen, das war schon lange im Gespräch. Die haben auch gesagt, wir haben bis 2000 Dezember 20 dieses Gym. Hätten sie mir das eher gesagt, hätte ich das schon alles geklärt. Der schlimmste Hammer ist ja hier, dass eine Amateurmannschaft Hertha, die gute Fußballer sind, ja, und wir hier auch einen Schwerpunkt haben, das ist in der Paul-Eisel-Straße, die Halle, die ich aufgrund meiner vier Medaillen damals durch Richthofen gekriegt habe. Die wollen ab 6 Uhr trainieren. Ich habe jetzt Bauchmuskeln gekriegt, weil ich jeden Tag lache. Ja? Braucht euch keine Sorgen machen. Es ist natürlich klar, es klemmt überall mit dem Geld. Bin ich fair. Und dieser Amateurlager sollte allgemeinnützige Sache umsonst drin machen. Und wir sollen von 8 Euro pro Quadratmeter nur auf 10 machen. Bezahlen wir auch. Ab Januar ist das geregelt. Der nun überall schon erzählt, dass er in mein Trainerzimmer einzieht, ist der Hahn, der sitzt heute hier, wollte wahrscheinlich die Worte hören. Den habe ich mal delegiert, den habe ich mal schön entwickelt zum Juniormeister. Und dass er bei Herrn Sauerland anfangen durfte, habe ich auch organisiert. Und jetzt freut er sich, dass er bei dem Cheftrainer im Zimmer kommt. Ich liege jetzt schon flach. Ab Januar wird das weiterlaufen. Ob das den anderen den und den schmeckt, jetzt habe ich alles abgesehen. Ja? Und es geht weiter. Es geht weiter, dass in Berlin, es geht nicht, dass Sauerland oder sagen wir mal, die Verantwortlichen sind ja seine Söhne, die ja in den Fußstapfen von der Sauerland reingestiegen sind, ja? Ja? Die das kontinuierlich weiterführen sollten. So. Ich meine, das ist bei mir ein bisschen Schiss haben, da ich denn 50 Jahre vor Haus bin, ja, ist natürlich schlimm. Aber wir haben das abgesichert, ich kann das immer, ich muss ansagen. Wir als Trainer, ich als Cheftrainer und Herr Bramowski, wir haben eine Verantwortung für die Jungs. Und ich möchte nicht, dass die ihre jungen Jahren so dahinschlittern lassen, sondern dass sie Erfolg haben, ihre Ziele, ihre Träume erfüllen können. Und dafür, ich meine, ich bin ja nur stark geworden, weil ich zu Hause einen Kampf habe und auf der Halle einen Kampf habe. Das stärkt mich immer mehr. Ja? Sie will mit mir um die Welt fahren, meine Frau, also ich habe da keine Lust zu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde für diesen Jungs und für mein Team was tun. Und das habe ich alles schon eingeleitet. Ohne dass einer das mitkriegt, wenn er denkt, das und das. Und wenn was notwendig ist, werde ich noch mehr aufräumen. Ich kann euch nur sagen, ich bin stolz, dass Alex, du das hier machst. Möchte aber nicht weiter, ich habe noch mehrere Sachen auf Lager. Möchte aber sagen,
es wird in Berlin weitergehen. Und wenn du hier eine Veranstaltung machst, dann bin ich stolz drauf und stark. Und ich werde hundertprozentig, solange ich noch hier wirken kann, für den Jungs was zu tun und für die Fans. Denn wir haben, wie schon angespielt, hervorragende Jungs. Und soll ich die einfach da laufen lassen und mich verziehen, nur weil ich etwas älter aussehe als andere? Nee, mache ich nicht. Also ich wollte schon einigen zeigen, wenn sie bei mir versucht haben oder nicht gelernt haben, werde es sein, dass sie nochmal lernen müssen. Schönen Dank. Nochmal eine Frage an Petko. Am 26. Wir wissen jetzt von zwei Kämpfen. Wer startet denn noch alles? Und wer ist vorgesehen erstmal? Ist ja noch ein zweiter Kampf. Den Hauptkampf, also Nick, zweiten Hauptkampf macht der Peter Milans, der Schwergewichtler, also eben mit Talent aus Kroatien. Das ist der einzige Schwergewichtler, der mit Anthony Joshua, dem Kevin Johnson, vorzeitig geschlagen hat. Das hat nicht mal Klitschko geschafft. Meine Meinung, wirklich ganz, ganz großer junges Talent, der jetzt Top 30 der unabhängigen Weltrangliste ist. Dann kommen wir mit der deutschen Meisterschaft, Danny. Dann haben wir den Edgar Wald, für mich einer der besten deutschen Boxer. Leider ein bisschen zu kleiner Gewichtsklasse, aber der Junge hat es drauf. Also man sieht es, siebenfacher deutscher Meister im Stück. Dreimal bei Jugendlichen, Junioren und viermal bei Senioren. Das hat nicht mal Bayern München geschafft, siebenmal hintereinander. Deutscher Meister, oder jetzt, nee, jetzt haben die auch für letztes Jahr, stimmt? Nein. Nee, sechsmal haben die, nein. Sechsmal. Die müssen jetzt einmal beweisen, dann ist es. Genau. Müssen jetzt nachdenken. Und der Edgar hat, also wie gesagt, Edgar, dann haben wir auch die Tatjana, die amtierende Weltmeisterin bei den Amateuren, die aus Russland, die ist jetzt neu bei uns, die wird auch um einen WBC-Titelkampf kämpfen. So, jetzt mal eine Frage an die Kollegen. Gibt es da noch irgendwas, was geklärt werden muss? Bitte. Wie viele Leute passen ins Maritim-Hotel dann? Also wird die Veranstaltung wieder so 2700 Zuschauer haben oder wird es größer oder kleiner? Wir haben exakt 2700 Sitzplätze. Also ich weiß nicht, wie du die Zahl kamst, aber wir haben wirklich 2000. Ich dachte vom letzten Mal von der Vertigo. Genau, da haben wir auch gehabt. Okay. 2700 Sitzplätze und wie gesagt, wir sind jetzt schon fast die Hälfte haben wir weg und da sind wir stolz drauf. Wird es eine Übertragung geben? Gibt es einen TV-Sender im Moment? Es wird Sport im Osten und wir werden da die Gala live zeigen. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wirklich Nick auch die Unterstützung auch bekommt. Das wird es was Gutes sein. Also nochmal, wäre dann der NDR. Genau, Sport im Osten heißt es so, wie ich höre, oder? Sport im Osten, ja. Der genau. Der Sender heißt Mitteldeutscher Rundfunk. Genau, MDR, aber Sport im Osten. Und die Sportsender dazu heißt Sport im Osten oder Sport im Osten. Ich habe ja gewusst, dass das bestimmt ist. Uli kann ja auch schon ein paar Worte sagen noch. Du hast ja lange nicht gesprochen. Zum MDR und zum Sport im Osten. Es sind aber wirklich auf die Frage Sport im Osten und MDR endlich also auch gute Kämpfe. Ja, ich weiß, du stellst das Thema, aber es wäre gut, wenn wir auch irgendwie auch interne Duelle auch machen würden. Würden wir auch freuen. Das wird schon kommen mit der Entwicklung. Das ja, kannst du ja nicht aus dem Wege gehen. Ja, wenn es länger dauert, wir sind zu weit oben. Das ja, das muss aufpassen. Ja, auf dem Weg nach oben müssen wir nicht eine gehen. Gibt es das noch Fragen? Wenn wir einmal beim Thema interne Duelle wären, innerdeutsch, was wären denn so die Traumduelle, die ihr gerne auf die Beine stellen würdet? Du, Traumduelle, wir haben uns noch nicht Kopf gemacht, aber wir haben also jetzt im Halbschwergewicht noch einmal, wir haben bestimmt 6, 7, 8 tolle Jungs, die wirklich super, super gut gerankt sind, super Kämpfe liefern. Wir haben Nick, wir haben Serge Michel, wir haben Dominik Bösel, dann haben wir Adam Deines, dann haben wir den Kollegen Leon Bohnen, das sind wirklich tolle Jungs, die wir wirklich geil präsentieren können. Natürlich, Jürgen Bremer darf man auch nicht vergessen, also der ist jetzt auch ein bisschen älter, aber der gehört auch unter Top, also wenn nicht die Nummer 1 in Deutschland, und das ist, muss man Respekt zeigen. Also es sind schon einige Sportler da, die
Wir boxen, wie gesagt, von unserer Seite Team Petkovic, wir stellen uns jeden und wir würden uns auch freuen, dass wir gegen die anderen auch boxen können. Meine Jungs bestätigen das auch und wir machen das. Bitte nicht den Nachhinein. 20. Und dann gucken wir wieder, wie es weitergeht. Wir haben ja schon eine kleine Planung und ich denke mal, die wird sich auf einem super Halbschwergewicht, denke ich mal, denn da Wahrheiten, wenn wir dann haben. Aber wie gesagt, erstmal Schritt für Schritt. Wir boxen erstmal gegen Rino und werden gewinnen und dann gucken wir wieder weiter. So ist immer mein Plan. Was sagt der Vater dazu? Ja, wir machen immer Step by Step. Wir konzentrieren uns immer auf das, was wirklich gerade anliegt. Alles andere ist erstmal Zukunftsmusik. Und wie Nick letztens schon gesagt hat, ja, eine Niederlage kommt eigentlich nicht in Frage. Und wenn man das sagt, will man das natürlich auch umsetzen. Und von daher sind wir immer voll auf das konzentriert, was demnächst anliegt. Und alles andere ist erstmal Zukunftsmusik. Also wir fokussieren uns dann wirklich immer nur bis dahin. Der 26. ist der Stichtag. Ja, und alles andere ist dann, sag mal, weit, weit weg. Und wenn wir dann da erfolgreich waren, dann machen wir uns Gedanken darüber, was wir demnächst machen. Weil, ja, dazu sind wir wahrscheinlich auch noch nicht zu lange in dem Geschäft. Wir freuen uns im Prinzip immer über jeden Sieg, den wir errungen haben. Und ja, der große Sprung jetzt, sag mal, von 7, 8 Profikämpfen gleich in die Weltspitze, ja, den muss man auch erstmal verdauen. Da ist jeder gegen eine Herausforderung. Das ist jetzt nicht so, als wenn man sagt, man macht noch 4, 5, 6 Aufbaukämpfe. Das nimmt uns schon voll in Anspruch, weil Nick ja auch nicht nur boxt, wir machen auch noch viele andere Sachen nebenbei. Und von daher, ja, gehen wir mal Step by Step zur Sache und versuchen die Aufgabe, die uns gerade bevorsteht, dann so zu lösen, dass wir damit alle zufrieden sind. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Sonst... Wie schmeckt denn der Kuchen eigentlich? Wollte ich gerade sagen, ist das Buffet dann nochmal eröffnet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.